Moin ihr Lieben, dieses Video war gar nicht geplant und ziemlich spontan und ich versuche jetzt auch ganz schnell auf den Punkt zu kommen. Auf Instagram habe ich schon bekannt gegeben, dass ich jetzt einen Partner für die Sättel und das Lederequipment meiner Pferde habe. Und zwar Iconic und ich freue mich riesig darüber. Das ist natürlich ein Thema, das ich euch noch ganz genau erklären werde. In den nächsten Tagen kommt dazu ein Video online. Wir haben noch spontan einen Termin gefunden, an dem wir Holly für Leipzig ausstatten können. Ich habe ja auch im letzten Turniervideo erzählt, dass mein Sattel nicht ganz gerade liegt und aufgepolstert werden musste. Und wir haben jetzt ganz spontan sogar schon einen Termin gefunden, Holly eben komplett auszustatten. Dieser Termin fand dann in Osnabrück statt, bei Karl Brocks auf der Anlage. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich dazu eingeladen wurde. Und ich habe dann noch zusätzlich Palu mitgenommen, damit sich die lange Fahrt auch lohnt. Denn ich durfte nicht nur die Sättel aussuchen und ausprobieren und wir haben alles anprobiert und alles eingestellt, sondern ich durfte dann auch noch zwei Trainingseinheiten reiten. Die von Holly zeige ich euch dann in dem Video, wo es auch um Hollys Sattel und Equipment geht. Aber ich habe mir gedacht, da ich auch Palu mit hatte und euch lange nichts mehr von Palu gezeigt habe, werde ich jetzt die ganzen Aufnahmen, die Patrick noch so nebenbei bei Palu gemacht hat, für euch zusammenschneiden. Ich werde aber gar nicht viel dieses Training kommentieren. Ich kann euch nur sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, bei Karl Brocks zu reiten und dass er mir super Unterricht gegeben hat. Und auch nochmal vielen, vielen Dank an Sebastian von Iconic. Ihr könnt euch euer eigenes Bild machen. Mein Ziel war es, Verbindung zu halten, Palu zu vertrauen und einfach ein bisschen Rhythmus zu finden. Und ich glaube, das ist uns ganz gut geglückt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. Darf sie nicht von ihm verleiten lassen, dass wenn er den Kopf oben geht, dass er dann Hände auch dann nach oben sind. Ne? Hast du das aber nur zu 50% gemacht? Wenn du das willst, dann musst du das richtig, dann musst du das 100% machen. Ne? Weil sonst kriegt er mit seinem Belastung nicht geregelt. Ne? Ihm musst du das so ein bisschen abnehmen. Nochmal. Thank you.
top to be on the floor. You're looking the queen, the baddest one you've ever seen. Good. Won't you sing for me? Won't you sing for me? Till we fall asleep. The night is young. Won't you sing for me? Ich habe das jetzt ja gerade eben ganz schön durchgerattert, damit ihr schnell das Training sehen könnt. Das Video mit den ganzen Fragen, die ihr wahrscheinlich jetzt auch noch hier in die Kommentare schreiben werdet und halt eben mit Hollys Equipment, ihrem Sattel, Trense etc., das kommt am Dienstag online. Da beantworte ich dann die ganzen Fragen und erzähle was zur Partnerschaft. Aber ich wollte euch jetzt schon mal von Palu das Training zeigen. Und ich habe mich super, super doll gefreut, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe. Vor allen Dingen für Holly und mich war das sehr gut, nochmal vor Leipzig in einer größeren Halle reiten zu können, richtig Parcours zu reiten. Und ich bin super zufrieden gewesen mit beiden Pferden. Und ich muss sagen, ich war auch eigentlich gar nicht so unzufrieden mit meiner Leistung und fand, dass wir da einen ganz, ganz guten Job gemacht haben. Der Unterricht bei Karl Brox hat mir echt gut gefallen. Also es war wirklich eine sehr entspannte Stimmung, aber sehr fokussiert, sehr konzentriert. Und ich denke, das war auch nicht das letzte Mal, dass ich da vorbeischauen werde. Und dann ist das Video jetzt auch zu Ende. Ich freue mich so doll, euch Dienstag das Video hochzuladen, was Holly alles an Equipment neu hat und vor allen Dingen, wie es zu dieser Kooperation gekommen ist. Und alle Fragen, die ihr ja eben auch immer so habt, werde ich euch dann beantworten. Da freue ich mich ganz, ganz doll drauf. Und dann sehen wir uns hoffentlich am Dienstag bei meinem nächsten Video wieder. Und in der Infobox steht auch noch was zur Partnerpferd, wie das jetzt mit den Fantreffen ist. Bis dann. Tschüss.